Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lohnunternehmen auf der Map Ravensberg. Jo, in der letzten Folge hatten wir noch angesehen mit unserem schönen 7R und uns die BGA angeschaut. Ich hatte jetzt mittlerweile schon mal für unseren nächsten Auftrag hier alles parat gestellt. Ich hatte da hinten das Samson-Güllefass abgekuppelt und hier den 936 vors kleinere Zoom-Hammer gespannt, weil wir damit gleich Gülle ausbringen werden auf dem Acker. Und dann habe ich hier noch den 724 vors Dreiachserfass und dann hier noch den MAN Agrotrack vors Güllefass für den LKW. Wir fahren voraus mit dem 936. Und da habe ich dann auch noch unseren schönen neuen 6R, mit dem ich echt Bock habe, mal auf dem Acker was zu machen. Habe ich hier schon mal das Gespann fürs nächste Grubern hingestellt, weil wir das auch noch machen müssen später. Ich habe mir auch schon überlegt, was wir als nächstes uns für Trecker kaufen können. Ich habe im Kopf so ein 800 Favorit, aber da habe ich mir jetzt hier auch einen runtergeladen gehabt, aber keine Ahnung, der funktioniert nicht. Weil so ein 800er Favorit wäre echt schon was Feines. Auch einer meiner Lieblingstrecker im Real Life. Und dann halt vielleicht noch so ein 900er CMS, so einen alten 39 vielleicht. Oder sonst was. Oder noch ein. Ich habe auch einen neuen 800er CMS als Mod. Das ist auch ein mega geiler. Und da es ältere Trecker sind, ja, könnte man es auch so machen, dass man nicht den ganzen Betrag zahlen muss, sondern dass ich die dann gebraucht kaufe. Oh, jetzt machen wir hier erstmal wieder weiter. Nee, dem soll es nicht hinterherfahren, Kollege. Das ist der Falsche. Genau, dem. So, dann möchte ich beim ganzen Konvoi an. So. Und los geht's. Sorry für die Lecks manchmal, aber das ist gerade so. Der Server ist halt ziemlich voll mit Maschinen und so. Aber da kann ich auch nichts dran ändern. Das ist ein ziemlich kleines Feld, was wir machen müssen. Ist 43. So, die Kollegen folgen mir alle. Und dann würde ich sagen, setze jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir kurz vorm Acker sind. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Jetzt sind wir mittlerweile hier hinten schon mal angekommen. Fast am Acker. Jetzt hier vorne noch links und dann sind wir schon da. Hinter uns müssten die beiden Zubringer noch sein, jawohl. Aus der eine, der andere kommt da hinten. So, und die 43 müsste die da hinten sein. Die Frage, stellen wir uns unten auf den Platz oder bleiben wir hier vorne? Ja, wir können ja mal runterfahren. Ja, da kann man schon drehen hier unten, wenn die Zubringer dann wieder wegfahren. Stellen wir uns hier hin. Muss jetzt nur warten, bis die Zubringer da sind.
Kollegen, jo, da kommen sie. Das, da kommt der eine, wo ist denn der andere? Da hinten. So, wir hatten auch noch mal die ganzen Güllefresser, die beiden. Boah, ich merke, der hat einen Bremsweg ohne Ende. Ich hatte nämlich hier auch noch mal die Güllefresser an der BGA mit voll gemacht. Mensch, Kollege, was machst du da? Geht doch gerade, ne? Da war wohl gestern ein Bierchen zu viel. Gestern Abend. Oh ja. So. Wer ist denn jetzt schon bremsen? Jo. Ach stimmt, hier kann ich auch raussagen. Machen wir aber nicht. Kann ich hier irgendwie machen? Rundum das da einklappen? Ja. Können wir jetzt mal ausmachen. So. Ja, stimmt. Er ist ja hier für den Hintern. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch mit dem Fass. Dann können wir auch mal probieren. Wir haben zwar jetzt den Frontsaugarm dran, aber wir können es ja mal austesten, wie es klappt. Ja, ich glaube zum Beispiel ein hintere Fass hat auf der anderen Seite, oder? Ne, beim hinteren muss man mit dem Frontsaugarm. Können wir jetzt mal probieren. Könnte jetzt schon eng werden. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Dann machen wir es wieder mit dem Frontsaugarm. Dazu ist er ja da. Ja, ein bisschen niedrig. Natürlich nicht leicht hier so zu treffen. Aber irgendwie wird es schon gehen. So. Und jetzt pumpen wir mal ein bisschen Gülle. So, schöne Technik hier. In das Schleuchen dazwischen. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Der Händler hat uns für unseren nächsten Güllefahrenauftrag was ein Angebot gemacht, also da bin ich mal echt gespannt. Überlegt mir irgendwie, ja, ich kann ja mal kurz im Katalog gucken, während der pumpt. Und zwar, was der Händler ja noch im Angebot hat, wäre zum Beispiel so ein 3000er Cerian Saddle Track. An dem bin ich auch interessiert. So ein Holmer Terra Variant wäre wieder zu teuer, gehe ich mal von aus. Und den könnte man doch im Silo so ein bisschen nehmen, für 380 PS. Und Gülleaufbau hat er auch. Ja, hier einmal ein Gülleaufbau, so einen kleinen Tank.
Mit keine Ahnung wie viel Fassungsvolumen. Und da hat er halt so eine coole Pumpe hier noch für vorne dran. Und da würde man dann halt. Nee. Scheibenegge würde man dann halt hier. Oh nee, bei Güllefässer würde ich dann wahrscheinlich so eine. Hier so eine ST700 oder so dran machen. Die Frage ist ja schon voll. Was? Ist ja eigentlich. Na fast. Ich wollte schon mal wieder alles hier bereit machen. So. Könnten schon mal einen Gruber ausklappen. Er ist ja oben. Ja, das ist glaube ich eine 6 Meter Scheibenlänge hinten dran. So, ich mache jetzt erstmal ganz kurz einen GPS-Kurs, dass ihr es jetzt in der Aufnahme nicht seht, und bis gleich. So, meine Lieben, GPS-Kurs ist fertig und ich würde jetzt mal losfahren. Erstmal Güllefässer an und runter den Rohr. Ja, der Verbrauch ist gar nicht so hoch. Ja, das ist halt eine schöne Technik, weil da wird es direkt in den Boden eingearbeitet. Ja gut, manche aus der Stadt oder so, die sagen mal, es stinkt, aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Also riecht zumindest gut. Und da langt Luft. Aber so ist natürlich auch eine schöne Technik, warum man nicht extra hinterher grubbern. Hat halt nicht die größte Arbeitsbreite und ist auch sehr aufwendig und dauert auch lange, aber. Ja. Wir bieten ja in unserem Unternehmen beides an, also. Ist ja eigentlich egal. Rückwärts ist es ein bisschen lahm auch schon, das macht ja nichts. So, rein in die Bahn. Und runter. Tempomat. Jawohl. Das ist doch schöne Technik. Jetzt haben wir gerade 30.000 auf dem Konto. Ich überlege immer, was brauchen wir nicht so unbedingt im Lohnunternehmen. Was brauchen wir? Aber eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt. Eigentlich brauchen wir zurzeit gar nichts. Also vielleicht irgendwann, ich plane ja. Eventuell den 6920 abzugeben. Und dafür vielleicht so ein 818 TMS oder so mal schauen. Mit Frontlader dann aber. Muss ich mir mal alles anschauen. Was der Händler so bietet. Und wenn, brauchen wir eh nochmal Geld. Und sonst müsste man ein bisschen Kredit bei der Bank aufnehmen nochmal, aber. Wer ging jetzt vom Fan von, weil er muss für mein ganzes verdientes Geld da meint sein. Das mache ich auch nicht so gern. Aber meine lieben Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für eine weitere Folge Lohnunternehmen. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.